Wir haben euch ein Fahrrad-Highlight mitgebracht. Ich bin Thorsten von Rad und Tour in Cuxhaven. Und damit ich das nicht alleine präsentieren muss, habe ich mir Verstärkung besorgt. Unsere Verkäuferin Petra ist heute bei mir. Hallo Petra. Hallo Thorsten. Ja, ich habe ein schönes Fahrrad gefunden und das würde ich euch sehr, sehr gerne vorstellen, weil das macht richtig viel Spaß. So wie ich dich kenne, wird das nicht trocken und technisch, oder? Nein, niemals. Okay, wer trotzdem die technischen Daten für dieses Fahrrad sehen möchte, kann einfach in unsere Beschreibung gehen, da haben wir einen Link hinterlegt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Jo, machen wir. Heute haben wir wieder mal ein Fahrrad der Episode und das Fahrrad ist was ganz Besonderes. Also das könnte man als das SUV der Fahrräder bezeichnen. Du hast ein paar Geschichten mitgebracht über das Charger 3 Mixte Vario oder überhaupt Mixte. Was hast du so zu berichten? Ja, das ist ganz interessant, ist, aus welchen Gründen sich die Kunden für das Fahrrad entscheiden. Und da gibt es interessante Geschichten zu. Das Erste, was ich so am intensivsten hatten, war ein Ehepaar, eher Mountainbiker und hätte am liebsten für sie auch ein Mountainbike und das war so gar nichts für sie. Sie fährt auch gerne sportlich, aber ja, und dann habe ich ihr das Charger 3 Mixte fertig gemacht und mit dem GT, weil das die breiten Reifen hat und da kann man eben auch schön mit im Wald fahren und habe ihr gesagt, dann kann sie ihren Mann begleiten und soll sie doch mal ausprobieren, habe sie auf Tour geschickt. Und sie war vom Fahrkomfort sehr begeistert und hat sich dann letztendlich dafür entschieden. Und jetzt hat sie mir erzählt, dass sie mit ihrem Mann schön Touren macht, auch durch den Wald und ein bisschen sportlich unterwegs ist. Und wenn der Mann meinte, er müsste mal mit seinem Fahrrad ein bisschen in den Wald weiter rein, dann macht er das alleine und holt sie dann wieder zurück. Und so sind beide glücklich, das ist total schön. Ja, das ist schon mal ein toller Einsatzbereich für dieses Fahrrad, gerade mit den breiten Reifen. Ja. Hast du noch was? Ja, ich habe einen Herrn, der sportlich unterwegs ist und der bis jetzt immer mit seinem, sag mal, Biobike zur Arbeit gefahren ist. Und den hat es immer gestört, dass er da doch immer sehr verschwitzt angekommen ist. Und der ist das Rad auch bei uns Probe gefahren und war total begeistert. Der hat dann aber das S-Pedelec, also das 45 km/h, genommen, weil er 35 Kilometer eine Tour fährt. Und der fährt jetzt jeden Tag, ist total entspannt und ist vor allem nicht mehr durchgeschwitzt, wenn er zur Arbeit kommt oder nach Hause und braucht dann nicht immer noch mal extra duschen. Deswegen total happy und total glücklich. Du hattest ja gerade eben schon bei der ersten Geschichte erwähnt, dass die Frau das Charger GT genommen hat. Mhm. Vielleicht müssen wir für unsere Hörer noch mal eben so ein bisschen erklären, dass GT zeichnet sich dadurch aus, dass es so sehr breite Reifen hat. Etwas kleineren Reifendurchmesser, aber sehr breite Reifen. Ja. Und das erhöht enorm die Fahrsicherheit und erhöht den Komfort. Das ist ja wahrscheinlich für deine beiden Geschichten sehr wichtig gewesen, oder? Ja, definitiv. Einmal eben bei der Dame, weil sie halt viel mit ihrem Mann gerade durch den Wald fährt oder eben Feldwege. Und für den Herrn eben einfach der Strecke bedingt. Also es ist einfach angenehmer dann über die Strecke. Und hast du noch eine dritte Geschichte für uns? Ja, habe ich auch noch. Und zwar war auch sehr, sehr süß, sage ich jetzt mal. Es war eine Dame, die ein kleines bisschen schwerer war und immer gerne Radfahren wollte und nie was gefunden hat, weil sie immer dachte, für ihr Gewicht gibt es halt nichts. Ja, und dann habe ich ihr eben auch das Charger Mixte empfohlen, weil sie auch groß ist und auch keine Probleme hat, eben auch mit da drauf zu kommen, wollte also kein Tiefeinsteiger, was ja immer so klassisch ist. Ja, und dann habe ich eben gesagt, dass man da dieses Heavy-Duty-Packet mit zunehmen kann und dass sie dann eben bis 160 Kilo. Ja, und das fand sie total toll, weil das hat ihr noch nie jemand erzählt. Und jetzt letztens hat sie mir erzählt, dass sie jetzt sehr regelmäßig mit ihrer Familie fährt und sehr glücklich ist, dass sie sich im Großen und Ganzen dadurch auch viel wohler fühlt, jetzt auch körperlich halt. Wenn du das jetzt erwähnst mit den 160 Kilo, wenn sich unsere Hörer jetzt Gedanken machen, wer wiegt schon 160 Kilo? Mhm. Das zulässige Gesamtgewicht ist natürlich immer inklusive Fahrrad und Gepäck und Bekleidung und was man sonst nicht alles hat. Genau. Und ich finde, gerade wenn Menschen größer sind, 100 Kilo, 110 115 hat man ja relativ schnell mal zusammen. Ja. Und wenn man dann noch eine Radtasche dabei hat und ein Fahrrad noch 25 oder 30 Kilo wiegt, dann ist 160 gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass man das wirklich braucht, oder? Ja, genau. Das war so, sie ist halt über 1,80 Meter groß und war jetzt auch nicht korpulent, sondern einfach die Größe und dadurch kam dann das Gewicht zusammen und sie war immer sehr, vorher immer sehr unglücklich und ist jetzt super happy, dass sie was hat, wo sie auch mitfahren kann, ja. Ja, und das Heavy-Duty-Package, das kann man eigentlich beim Charger immer nur einfach dazu kaufen oder wie funktioniert das? Ja, man das? Muss auch da eben dieses GT-Variante nehmen, also mit den breiteren Reifen
Und dann kommt eben dieses Heavy Duty dazu, dann sind stabilere Pedale, das ist dann einfach ein bisschen darauf ausgelegt, dass mehr Kraft aufs Rad gebracht wird. Petra, das war ja wirklich ein schönes Fahrrad, was du uns da präsentiert hast. Vielen Dank dafür. Wenn unsere Kunden jetzt so ein Fahrrad haben möchten oder eine Beratung zu so einem Fahrrad haben möchten, was können sie denn dann machen? Ja, dann geht ihr einfach auf unsere Homepage auf radundtour.de. Dort könnt ihr einen Termin vereinbaren. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit für euch und finden das perfekt passende Fahrrad für euch. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Laden, oder? Ja, auf jeden Fall. Freuen uns.